beschäftige mich gern. Auf euren Reisen, was war das Unglaublichste, das ihr jemals saht? Ich weiß nicht, da gibt es so vieles. Nennt mir eins. Was wollt ihr denn hören? Etwas, das euch den Atem verschlug. Gletschereis. Glänzend wie Diamanten. Ich sah Wände so hoch wie Türme. Dunkelblau und blendend weiß. Es brennt, wenn ihr es berührt. Es ist kalt, aber in eurer Hand brennt es wie Feuer. Einen kleinen Moment, dann ist es fort. Jetzt ihr. Erzählt mir etwas von euch. Was denn? Oh, ich weiß nicht. Wie wär's mit eurer ersten großen Liebe? Ich war nie verliebt. Niemals? Niemals. Wenn ihr noch nie verliebt wart... Ich habe darüber gelesen. Manche Dinge erlebt man besser persönlich. Jetzt ihr. Erzählt von eurer Familie. Sie wurde getötet. Meine Familie. Sie ist tot. Mein Beileid. Das ist schon lange her. Was passierte? Ein Krieg. Irgendwer gegen irgendwen. Wart ihr jung, als eure Eltern starben? Alt genug, um davonzulaufen. Mein Onkel nahm mich auf. Meine Eltern blieben zurück, um die Stadt zu verteidigen. Sie wollten mich nach dem Krieg abholen. Aber sie kamen nicht. Das war sicher hart. Menschen leben, Menschen sterben. Sie starben für die Sache anderer Leute. Eure Eltern starben mit Ehre. Um andere zu schützen. Sie starben. Das Wie und Warum spielt keine Rolle. Jeder geht seinen Weg. Ich lasse nicht zu, dass Ahriman mich tötet oder euch. Jeder hat seine Rolle im Leben. Sagt das Ormast. Wo ist er? Wir können uns nicht freisprechen. Ach, geht mir weg mit diesen erlernten Floskeln. Habt ihr irgendetwas selber gelernt? Die Menschen sind nicht immer so, wie es scheint. Da habt ihr recht. Man kann keinem vertrauen. Doch, wenn man ihn gut kennt. Gilt das auch für euren Vater? Mein Vater spielte seinen Part. Nun wir den unseren. Diese Dinge sind größer als wir. Es muss doch auch in eurem Leben Dinge geben, die ihr nicht ändern könnt. Nun, der Himmel, das Meer. Aber man kann immer ändern, was einen persönlich angeht. Könnt ihr ändern, dass ihr hier seid? Das tun wir gerade. Ein Gott will entkommen und wir ändern das. Man kann alles ändern. Wenn das Leben gerecht ist, warum wird meins dann immer gefressen, zerkaut, ausgespuckt und von Kamelen zertrampelt? Ihr beraubt die Toten. Manchmal? Das ist die Antwort. Glaubt ihr, schlechte Dinge passieren nur schlechten Menschen? Elika, ihr seid der beste Mensch, den ich kenne. Und seht, wohin es euch gebracht hat. Ihr seid ziemlich fit für eine Prinzessin. So, danke. Welcher ist der beste Weg? Hey, Ahriman! Du wirst gleich verlieren! Fest zupacken!
Schnell, wir müssen darüber. Klar, aufs Dach klettern. Schwerkraft hat noch niemanden getötet. Festhalten! Die sind nicht giftig. Das Licht wird stärker. Dieses Mal wart ihr hinter. Reizend bis zuletzt. Rocket Rose.
Welche ist jetzt die beste? Glaubt ihr, er plant eine Überraschung? Ich glaube, wir interessieren ihn nicht. Eher das fruchtbare Gebiet. Ja. Ich glaube, ich würde mich wohler fühlen, wenn er uns angreifen würde. Was hält diese Dinger in der Luft? Ahriman? Nein, sie sind das Werk des Alchemisten. Die sind unglaublich. Ob wir sie benutzen können, um damit zu fliegen? Wenn das vorbei ist, sollten sie zerstört werden. Warum wollt ihr sie zerstören? Was vom Bösen erschaffen wurde, trägt seinen Stempel. Dieses Land muss gereinigt werden. Das war also eine Stadt, bevor Ahriman sie sich holen wollte. Es war schon eine Stadt, als die Götter jung waren. Sogar Ahriman bewahrte sie, als er hier war. Nur menschliche Nachlässigkeit machte sie zu diesem Schatten ihrer selbst. Komisch, dass ich noch nichts davon gehört habe. Das Geheimnis wurde gut gehütet. Wenn ich sterbe, möchte ich an einem ganz anderen Ort wiedergeboren werden. Zerstören. Wir müssen da hoch, um rüberzukommen. Hier kann man sehr abwechslungsreich ums Leben kommen. Wir sollten hinüberkommen, wenn wir diese Balken richtig anziehen. Dass ihr nicht versteht, aber dass er nicht einmal hinterfragt. Wissen erleuchtet. Ihr schließt eure Augen in blindem Glauben. Yeah.
Können wir... Alles in Ordnung. Es hat überlebt. Wenn ich sterbe, möchte ich an einem ganz anderen Ort wiedergeboren werden. Was glaubt ihr, hat er mit dem fruchtbaren Gebiet gemacht? Er hat versucht, die Energie zu unterbrechen, die die Gebiete mit dem Tempel verbinden. Er wollte wohl Ahriman befreien. Na, dann erledigen wir ihn besser schnell, bevor er das tut. Da kommen wir wieder raus. Wenn es einen Weg gäbe, diese Ballons zu benutzen, würden wir ziemlich viel Zeit sparen. Sobald wir fertig sind, werden sie zerstört. Wir können nicht zulassen, dass irgendetwas die fruchtbaren Gebiete gefährdet. Habt ihr denn keine Sache, an die ihr glaubt? Diese Sachen sind die Träume anderer Menschen. Ich will meinen eigenen Traum leben. Sollen wir weiter? Deiner.
zusammen! Vielen Dank. Bitte. Ihr habt solch weiche Hände. Mehr davon. Festhalten!
hoffe, die sind nicht giftig. Los geht's! Und noch einer. Na gut. Danke. Wir leben immer noch beide.